country is the electro. Rammstein Fan. In his caravan, it's a future man. Zack. Maria Narcissa. Man muss ihn ein bisschen reden lassen. Nicht schon wieder ein Blind Date, das Grim checkt, die Maria Narcissa Schiff ist ein hässlicher alter gemeint Kahn. Ist. Das war das Mädchen bei der letzten Verabredung auch. Fischer? Ja, schon gut. Entschuldigung. Die Maria Narcissa ist ein Frachter. Im Besitz von Celestina. Hier oben ist es noch ein bisschen knifflig. Eine unentdeckt zu entkommen. Er ist auf den Philippinen registriert. Transpazifische Frachtverträge. Eine Menge Details fehlen. Klingt verdächtig. Klingt, als hättest du doch wieder ein Blind Date. Ja, komm, kannst los, stör doch. Fischer, dann nicht. Du hast deine Primärziele erfüllt. Sobald gut. Du bist, können wir dich da rausholen. Geschafft. Die Helikopter von der Spitze des Leuchtturms. Hier gibt es noch einen richtig coolen Todesmove für die Wache. Aber wie gesagt, ich darf keine Wachen töten, deshalb speichere ich davor. Oh, perfekt. Das steht sehr gut. Ich komm hinterher! Nein. Oh, na toll, der läuft natürlich genau in meine Richtung. Das sollte nicht passieren. Gut. Was ist denn mit dem Licht los? Gar nichts. Das war's. Das war das erste Level. Das bin das Cast Theory. Hier sieht man. Oh! Renzi Borgenholt. Achso, abgebrochen. Ja, das ist normal. Erminzi Hugo Lasserre auch abgebrochen. Auch normal. So, 100%. Sieht man die Mission, die man gespielt hat, die Zeit, die man gebraucht hat. Und alles kostet Prozent, außer bewusstlose Feinde. Das kostet kein Prozent. Und gespielte Zeit, wenn man über eine Stunde braucht, zieht es auch Prozent ab. Es gibt Missionen, die sind wirklich sehr lang. Und ja, das war der erste Teil meines Let's Plays über Splinter Cell Cast Theory. Ja, morgen werde ich dann, ich glaube, Mad World anfangen. Ja, das werde ich machen. Und dann bis zum nächsten Mal. The game must go on.